Die Erde ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem, auf dem Leben möglich ist. Bis jetzt. Heute bringen wir Kepler-22b in unsere planetarische Nachbarschaft. In welcher Zone müsste der Planet um die Sonne kreisen? Wie könnte man zu ihm gelangen? Und könnte dort Leben existieren? Hier ist Was wäre wenn? Und das würde passieren, wäre Kepler-22b in unserem Sonnensystem. Der 635 Lichtjahre von der Erde entfernte Kepler-22b ist der erste Exoplanet, der innerhalb der bewohnbaren Zone eines sonnenähnlichen Sterns entdeckt wurde. Dadurch könnte auf dem Kepler-22b Wasser existieren. Es ist noch nicht bekannt, ob Kepler-22b felsig, gasförmig oder flüssig ist, aber er soll ziemlich groß sein. Kepler-22b ist fast 2,5 mal so groß und etwa 36 mal so massiv wie die Erde. Ausgehend von seiner Entfernung zu seinem eigenen Stern würde sich Kepler-22b in unserem Sonnensystem irgendwo zwischen der Erde und der Venus befinden. Kreiste er dort, hätte man einen herrlichen Blick auf den Planeten am Nachthimmel. Er wäre etwa so groß wie 15% unseres Vollmondes. Okay, unsere Sonne ist etwas größer und heißer als sein Zentralgestirn, Kepler-22. Durch den Temperaturanstieg wäre Leben dort womöglich nicht möglich. Warum sollte Kepler-22b eine eigene Umlaufbahn bekommen? Wir könnten uns doch eine mit ihm teilen. Was kann da schon schiefgehen? Wäre Kepler-22b auf unserer Umlaufbahn, gäbe es nur wenige Bereiche, an denen er sich aufhalten könnte. Diese Bereiche werden Lagrange-Punkte genannt. Einer dieser Punkte wäre genau auf der gegenüberliegenden Seite. Doch man würde ihn leider nie von der Erde aus sehen. Denn er würde sich immer hinter der Sonne befinden. Leider garantiert dieser Punkt keine stabile Umlaufbahn. Kepler-22b könnte sich lösen und direkt auf die Erde zusteuern. Das wäre das Ende des Lebens auf beiden Welten. Aber zumindest hätte man eine gute Sicht, wenn beide Planeten auf Kollisionskurs sind. Der bessere und stabilere Ort wäre der Lagrange-Punkt, der sich 60 Grad vor und hinter der Umlaufbahn der Erde befindet. Hier könnte ein dritter Körper eine konstante Umlaufbahn um die Sonne beibehalten und die Schwerkraft der Erde zöge ihn nicht an. Dann könnte auf Kepler-22b eigenes Leben entstehen. Dieser Planet ist etwa 500 Millionen Jahre jünger als die Erde. Wäre er zur gleichen Zeit in unserem Sonnensystem wie die Erde entstanden, wäre das genug Zeit für die Entwicklung verschiedener Lebensformen, vielleicht sogar von intelligentem Leben. Es wäre toll, unsere Nachbarn zu besuchen und mit den Bewohnern von Kepler-22b in Kontakt zu treten. Aber selbst mit dieser neuen Erde 2.0, die sich den bewohnbaren Bereich um die Sonne mit uns teilt, ist die Anreise eine kleine Herausforderung. Unser Planet wird konstant in Richtung Sonne gezogen und versucht zugleich mit 108.000 Kilometern pro Stunde geradewegs ins All abzuhauen. Man müsste also diese konstante Seitwärtsbewegung unseres Planeten ausgleichen, um Kepler-22b zu besuchen. Wenn nicht, würden wir unseren neuen planetarischen Nachbarn verpassen. Der beste Weg ist, die Venus zu umkreisen, um ihre Schwerkraft auszunutzen. Das ist eine Technik, mit der dein Raumschiff die Energie seiner Umlaufbahn erhöhen oder verringern kann. Mit anderen Worten, du kannst die Venus nutzen, um abzubremsen und dein Ziel zu erreichen. All diese Manöver erfordern eine Menge Treibstoff und Zeit.
Allein die Reise zur Venus dauert etwa 4 Monate und bei der Annäherung an Kepler 22b müsste man die Gravitationsbremse nutzen, was deine Reise noch zusätzlich verzögert. Aber schließlich kommst du an und siehst den massiven erdähnlichen Planeten als erster Mensch aus der Nähe. Das Erste, was dir auffällt? Der Planet rotiert auf der Seite, genau wie Uranus. Das bedeutet, dass der Nord- und der Südpol 6 Monate im Jahr entweder von Sonnenlicht durchflutet oder in völlige Dunkelheit gehüllt sind. Das Klima ist nicht so angenehm, wie du gehofft hast. Und du hast die Wahl zwischen eiskalt und kochend heiß. Aber gebe die Hoffnung nicht auf. Es besteht eine große Chance, dass Kepler 22b von einem Superozean bedeckt ist und ist der mindestens 50 Meter tief. Kann dieser die extremen Temperaturunterschiede regulieren? Bei der Landung könntest du Temperaturen von 15 bis 22 Grad Celsius antreffen. Aber lasse den Raumanzug lieber an, denn es besteht die Möglichkeit, dass 22b keinen Sauerstoff hat. Egal in welcher Umgebung du dich befindest, du musst ein Habitat erschaffen. Das hilft dir, den Luftdruck, die Temperatur und den Sauerstoff, den du zum Atmen brauchst, bereitzustellen. Man könnte dieses Habitat sogar mittels 3D-Drucker aus den Ressourcen des Planeten drucken. Ja, stelle sicher, dass es dich vor Strahlung schützt, so wie uns unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld. Wir wissen noch nicht viel über diesen nicht allzu weit entfernten Exoplaneten. Befände sich Kepler 22b in unserem Sonnensystem, hätten wir ausreichend Zeit, um Sonden zu schicken und ihn zu erforschen, bevor wir dort landen. Bevor du deine Mission zur 2.0 Erde startest, hätten wir genug Informationen über Temperatur und Sauerstoffgehalt auf diesem Planeten. Wäre Kepler 22b in unserer Umlaufbahn, wäre eine Besiedelung einfacher als auf dem Mars. Sobald du dich auf dem Planeten angesiedelt hast, entsalze das Meerwasser und errichte Wasser- und Solarkraftwerke. Ja, bei Lebensmitteln wäre es jedoch etwas komplizierter. Der Anbau von Pflanzen müsste anfangs auf der Erde in Gewächshäusern erfolgen, um diese an Temperaturen und Feuchtigkeitsgrad anzupassen. Wenn du den Planeten weiter erforscht hast, könnten Gärten im Freien Realität werden. Oder du entwickelst eine Vorliebe für proteinreiche Algen, die der Superozean bietet. Wäre das Glück auf deiner Seite, könntest du Leben entdecken. Vielleicht sogar intelligentes Leben. Nur leider ist Kepler 22b nicht in unserem Sonnensystem entstanden. Wollte man ihn besuchen, müsste man hunderte von Lichtjahren reisen und eine lange Liste von Hindernissen überwinden. Wie würde die Reise zum Kepler 22b aussehen? Nun, das ist eine andere Geschichte. Für was wäre, wenn?